Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute mal in Bett. Und zwar heute wird der Tag mitgefilmt. Ja, wie der Tag heute so ist. Ja, schauen wir mal, wie ihr seht. Wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt das große Bett neben dem Bett von uns, weil in dem kleinen Bett hat sie überhaupt gar nicht schlafen können. Und ja, jetzt schläft sie besser. Wir tun jetzt noch ein bisschen kuscheln. Und ja, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt gerade Besuch von der Nachbarskatze bekommen. Und die besucht uns manchmal einfach. Ne? Ja, genau, schauen wir einfach mal. Wir werden jetzt dann auch gleich frühstücken, glaube ich. Und ja, gucken wir einfach mal. Das ist der Leo. So, Besuch wieder mal. Aber gut, das ist mutig. Aber wenn das die Kreativität aus den, ja, aus der Gymnasienkultur in der Region ist, dass man daraus irgendwie was Neues erfindet oder sagt, man hat das mal alles zusammen, warum nicht? Ne? Kurzum, ich gehe hier so, hast du nun. So, bin jetzt im Bad. Und werde mich jetzt fertig machen und sie auch. Und ja, die spielt da jetzt an ihrem Telefon rum. Ich werde mich jetzt schminken und dann noch die Hose anziehen. Und dann werde ich sie anziehen noch. Und dann werden wir uns ein bisschen ausruhen. Sie wird dann ihren Mittagsschlaf machen. Ja, und dann schauen wir mal. Ich weiß immer noch nicht so. Ich habe heute nicht so wirklich einen Plan, was wir heute machen. Auf jeden Fall werden wir dann später noch im Park reingehen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen, das weiß ich. Ansonsten. Oh, das Telefon, ne? Das nervt schon richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nervig. Wenn man das 24 Stunden lang hört, irgendwann, oh, anstrengend. Aber wenn sie beschäftigt ist. So, ich bin jetzt geschminkt und ja, jetzt werde ich mich ein bisschen hinlegen mit der Kleinen. Und ja, werde ein bisschen irgendwas anschauen und sie wird dann ein bisschen Mittagsschlaf halten. Weil sie wird nämlich ein bisschen norkelig. Und ja, sehen wir uns gleich auf dem Sofa gemütlich. So, jetzt sind wir auf dem Sofa. Sie schläft jetzt noch nicht. Jetzt gucken wir ein bisschen Avatar an. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen, den Film. Ja, deswegen. Schauen wir den einfach mal, würde ich sagen. Oder schon? Konnte ich auf einmal so fliegen? Da ist Ich war sie. frei. Da ist sie. Da ist der Kopf. Alles
Sanitäriker ist oder sowas. Mit einem Marine können wir was anfangen. Ich teile ihn hier und ziehe mal als Begleitschutz zurück. Das allerletzte, was ich da draußen brauche, ist noch so ein schießwütiger Idiot. Also, Sie sollen die Herzen und die Zustimmung der Eingeborenen gewinnen. Das ist ein Sinn und Zweck Ihres kleinen Puppentheaters. Wir sehen aus wie Sie, Sie reden wie Sie und irgendwann vertrauen wir uns. So, jetzt haben wir gerade den Film fertig. Boah, ich bin jetzt komplett verschmiert irgendwie. Boah, ich wäre fast eingeschlafen, ey, ganz ehrlich. Ja, Film war echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also es ist schon ein cooler Film. Kleines Auwach. Ja. Ist gerade wach geworden. Ich bin auch irgendwie noch, boah, gar nicht wach irgendwie. Boah, heute ist ein richtig geiler Tag draußen. Wir werden jetzt dann auch noch in den Park gehen später. Aber jetzt muss ich dann erst noch ein bisschen Wäsche, muss ich noch ein bisschen machen und allgemein einfach ein bisschen sauber machen, die Wohnung. Das werde ich aber jetzt nicht alles filmen, weil das ist sehr, sehr uninteressant, wie ich meine Wohnung putze. Das ist uninteressant, glaube ich. Also vielleicht, wie ich die Wäsche ein bisschen mache oder so, vielleicht noch, aber ich glaube eher nicht, weil das ist ja jetzt nicht so interessant, wie ich jetzt die Wohnung sauber mache, oder? Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, da ist der Parkeingang. Ja, Sie sind jetzt auch mal endlich mit im Video drin, gell? Ja, endlich mal wieder. Viel zu selten. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr Videos zusammen machen, gell? Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Auch auf deinen Kanal, weil auf deinen Kanal ist, glaube ich, noch länger her, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, müssen wir unbedingt mal wieder drehen, was. Ja, und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen im Park und genießen ein bisschen die Zeit daheim, ne? Man kann das Ganze ja auch positiv sehen, nicht immer nur so negativ, ich darf nicht raus. Und, ne? Raus dürfen wir ja trotzdem. Ja, raus dürfen wir, aber du weißt, was ich meine. Ne? Viele fühlen sich ja jetzt eingesperrt oder keine Ahnung. Ist eigentlich Schwachsinn, man darf ja eigentlich noch alles genauso machen wie vorher, oder? Eigentlich schon, ja. Also fast genau. Gut, dann sehen wir uns gleich im Park. Ja, bis gleich. So, jetzt sind wir ein bisschen im Park angekommen und ja, Hannelore ist auch am Start da unten. Hannelore! Haben wir ein bisschen was zum Verfüttern, ne? Ja, und jetzt kannst du mal das Radler als erstes probieren. Perlenbacher Naturradler. Ja, Billigradler muss man dazu sagen. Spritzig, erfrischend. Ich find's geil. Ja, dann probiere ich's jetzt mal. Lecker. Schauen wir mal, 2,5 ist es ja nur, als von daher. Auch vom Limonade-Bier-Verhältnis sehr ausgewogen. Ich finde auf jeden Fall, dass es bessere Radler gibt. Also ich finde es jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Also ja klar gibt es bessere, aber es schmeckt geil. Also mir schmeckt es. Also geil finde ich es jetzt nicht. Ey, für den Preis ist es geil. Ich würde mir das nicht nochmal kaufen. Da würde ich mir eine andere Marke lieber kaufen. Also das finde ich jetzt nicht so geil. Ja, wir sitzen jetzt noch ein bisschen hier im Park und ja, schauen wir mal, wie lange wir jetzt hier heute wieder mal sitzen, weil gestern waren wir schon ein bisschen, aber heute bestimmt auch, oder? Schauen wir mal. Später, wenn wir dann heimkommen, dann werde ich ein bisschen kochen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, also, bis dann. Hannelore! So, gerade die Tür hineingekommen. Jetzt werden wir uns umziehen, also beispielsweise Jacke ausziehen und sowas. Und dann werde ich anfangen zu kochen. Hände waschen nicht vergessen. Ja, das ist ganz wichtig zur Zeit. Wir haben jetzt gegessen. Ich habe jetzt vergessen, das fertige Essen zu filmen. Ich depp, aber mein Gott. Ja, jetzt machen wir jetzt noch hier die Küche sauber. Und ich fütter sie gerade. So ein Schleimpampe hier. Boah, das schaut so ekelhaft aus.
Aber ihr scheint es zu schmecken, das ist die Hauptsache. Ja, und also wir werden jetzt dann noch sauber machen. Küche auf jeden Fall, das schaut da echt schlimm aus. Und ja, dann werde ich rübergehen, ein bisschen lernen. Und ja, dann machen wir noch ein bisschen Wäsche. Und schauen wir mal, was dann noch so passiert. Oder? Sie lacht einfach beim Essen. Verstehe ich. Ist ja auch gar nicht lustig. So Leute, ich liege jetzt im Bett und werde etwas lernen an mein Handy für die Fahrschule. Und ja, ich bin da eigentlich schon recht weit, also es dauert jetzt nicht mehr ganz so lang. Ja, also ich finde das Bett irgendwie hat schon irgendwas. Also irgendwie hat sie da recht gut drin geschlafen heute. Ich weiß auch nicht, also vielleicht liegt es wirklich daran. Schauen wir mal, wie die Nacht dann wird. Aber das dauert ja noch ein wenig. Es ist ja jetzt erstmal 6 Uhr oder so, glaube ich. Das lerne ich auf jeden Fall. Und ja, dann weiß ich noch nicht, was ich machen muss noch oder machen will. Oder schauen wir mal. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal lernen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich gelernt habe, dann ja, werde ich auf jeden Fall noch mit meiner Kleinen ein bisschen was spielen. Und sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Es ist so langweilig, wirklich. Ich hoffe wirklich, dass das bald das ganze Corona vorbei ist, dass man einfach wieder mal ins Schwimmbad kann oder wieder mal was essen gehen oder irgendwie sowas. So, ich habe jetzt gelernt und jetzt sitzen wir hier und schauen noch ein bisschen Fernsehen und ja, schauen wir einfach mal. Es ist ja eh nicht mehr so lang, bis wir ins Bett gehen. Bin jetzt ein bisschen eingeschlafen beim Lernen noch. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir noch ein bisschen Fernsehen zusammen. Ein bisschen spielen mit der Kleinen. Und dann geht es dann eh bald ins Bett. So um 9:30 rum. Wenn wir uns dann fertig machen, denke ich mal. Mal schauen, wie lange es aushält. Ob es länger aushält oder nicht. Aber ich glaube 9:30 ist immer das Späteste dann eigentlich. Ja, die Kleine, die spielt jetzt hier noch ein bisschen, bis ich sie dann abhole. Ich lasse jetzt hier in ihrem Kinderzimmer, schaut aus, dann. Ich lasse jetzt hier in ihr Kinderzimmer. Und ich werde jetzt ins Bad gehen und werde da jetzt dann noch ja, das Badewasser für ihr einlassen. Ich werde jetzt noch kurz baden, ein wenig. Da habe ich hier Schlafsachen schon, meine Schlafsachen und so. Und ja, ich werde jetzt Badewanne für ihr an rein. Werde ich sie einfach ein bisschen noch schnell baden. Also ich nehme ja immer das hier von Rossmann, finde ich persönlich am besten, also finde ich richtig gut, es riecht einfach gut, finde ich. Und hier nehme ich dann das hier als Shampoo und das hier als Duschgel, finde ich einfach top, also meine Meinung einfach. Ja. So, jetzt bin ich auf dem Weg in der Küche, weil jetzt muss ich noch die Flasche machen und also die Flasche für jetzt und alles bereit machen für die Nacht, dass ich dann nachts alles schon fertig habe. Also ich trinke da jetzt nur noch abends und früh die Flasche. Habe ich schon immer alles hier vorbereitet. Tue ich mal 2 Löffel raus, einen für jetzt und einen für später. So, das eine, ich habe das hier immer auf 60 Grad. Das ist für jetzt dann. Und
Dann mache ich jetzt immer 210. So, das werde ich jetzt nochmal auf 100 machen, dass es auch dann warm bleibt bis morgen. Und ja, das werde ich jetzt da einfach reinschütten, umrühren und ja, ziehen lassen. So, die Flasche ist jetzt fertig. Die zieht jetzt noch so 7 Minuten oder so. In der Zeit mache ich sie halt fertig, bade ich sie und so. Heute ist halt wieder der Badetag. Und ja, hier ist halt dann das für die Nacht schon alles bereit. Schon hier das heiße Wasser, das ich da einfach nur noch schnell zusammenmixen muss und fertig. Ja, ich werde sie jetzt holen, dann werde ich sie baden. Das werde ich nicht filmen. Und ja, dann mache ich sie Bett fertig und... Dann gehen wir jetzt auch bald ins Bett. Es ist jetzt hier schon 9:30. Ist jetzt genau die richtige Zeit, dass wir ins Bett gehen. Und ja, ich werde es jetzt holen. Und dann geht's dann los. Da ist Emily, die saß schon in ihrem Bett. Gute Nacht, Emily. Machen wir das Halsband ab, damit es gemütlicher ist. Ja. So. Komm gerade hier ins Zimmer. Kein Baby mehr da. Sie ist mittlerweile schon hier. So, jetzt gehen wir ins Bad rein. So, sie ist jetzt fertig. Sie putzt sich jetzt noch ein bisschen die Zähne. Ja, ich habe jetzt auch erstmal ihr die Zähne ein bisschen geputzt. Und jetzt putzt sie noch ein bisschen ihre Zähne selber noch ein bisschen. Ein bisschen spielen tut sie noch damit. Und ja, es wird jetzt nicht mal viel passieren. Ich ziehe mich jetzt noch um und dann gehen wir rüber. Und dann werden wir... Ja, werden wir dann schlafen. Also ich werde sie jetzt noch dann füttern. Und dann ist eigentlich nichts mehr jetzt großartig. Dann wird sie an der Flasche wahrscheinlich einschlafen, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, dann kuschel ich noch ein bisschen mit ihr. Und ja, dann schläft sie. Und dann schauen wir mal, wie die Nacht wird. Aber ich würde mich jetzt auf jeden Fall schon mal verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Lasst einen Daumen nach oben da für mehr so Videos. Einfach, wenn ihr wollt, dass ich mehr so, ja, so Videos drehe, was wir so am Tag machen, einfach so. Lasst einen Daumen nach oben da und schreibt es in den Kommentare, ob ihr es cool findet. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald.